sehe da gerade gegenüber, kommt zu Jesu. In der Bibel, im Exodus 32, zweites Buch Mose, steht geschrieben, wie Mose auf den Berg hochging und das Volk bat Aaron darum, ihnen ein goldenes Kalb als sogenannte Gottheit zu gießen. Er sammelte daraufhin alle Ohrringe ein von seinem Volk und goss dieses goldene Kalb. Daraufhin betete das ganze Volk dieses goldene Kalb an. Gott war damit gar nicht einverstanden und Moses auch nicht. Er zerschmetterte nämlich die Steintafeln, die er vom Berg runtergeholt hat, auf den Boden und war stinkesauer. Was macht ihr denn da? Ihr betet ein goldenes Kalb an? Und was machen wir heute? Dieses goldene Kalb steht in Frankfurt. Dieses goldene Kalb steht in New York vor den Börsen. Die Börsen, die hier riesige Finanzblasen geschaffen haben. Ein paar Zahlen. 5 Billionen Geldmenge, 175 Billionen wirkliche Güter, 200 Billionen reine Schulden, 708 Billionen Derivate und Hedgefonds, reine Finanzblasen. Da wird spekuliert auf Vertrauen. Da werden riesige Hotelanlagen gebaut, riesige Gelder reingesteckt und dann eben in Spanien platzen diese ganzen Bankgeschäfte. In dem halt die Ferienanlagen leer stehen und noch weitere Kosten verursachen und die Finanzblase noch größer machen. Aktuell haben wir auf dem Planeten nur noch eine Geldmenge von etwa 4%. 96% sind reines Giralgeld, also nur Buchungsposten im Computer. Ökonomen beschreiben das so, dass sie sagen, 70 Jahre und dann braucht das Finanzsystem einen Krieg, einen zerstörerischen Krieg, damit das Crashen des Finanzsystems verdeckt wird. Und wir werden das auch erleben. Das Finanzsystem wird wahrscheinlich nicht als erstes crashen. Als erstes wird hier weiter polarisiert, auf dass hier ein Bürgerkrieg stattfindet. Und dann kann man wunderbar eine Finanzkrise einrollen. Leute, beschäftigt euch mit dem Geldsystem. Guckt euch die Banken an, guckt euch die Geschäftsberichte an. Was machen die Banken mit dem Geld? Zum Beispiel die Commerzbank, die spekuliert mit Lebensmitteln im Kongo. Also es wird spekuliert auf Vertrauen. Ich habe noch eine Geschichte aus der Bibel, und zwar aus der Offenbarung des Johannes. Und zwar ist das Psalm 13, ich wollte schon sagen Absatz 11, Vers 11. Und man gibt ihnen ein Zeichen an der rechten und an der linken, an der rechten Hand oder an der Stirn, gibt man ihnen ein Zeichen, den Armen, den Reichen, den Knechten, den Freien. Allen gibt man ein Zeichen, auf das nur noch die bezahlen können, die dieses Zeichen tragen. Lest die Bibel, dann schaut euch an, was wurde dieses Jahr auf der Cebit vorgestellt, und zwar der RFID-Chip, der für den Menschen vorgesehen ist. Der wird tatsächlich in die rechte Hand eingeführt, auf das alle nur noch bezahlen können, die diesen Chip mit sich tragen. Wer hat die Bibel geschrieben? Frag das mal. Wer hat dieses Buch unter seine Fittiche genommen? Und im ersten Buch Mose, unter Psalm 47, im 11. Absatz steht drin, dass, jetzt bin ich aus dem Konzept geraten. Auf jeden Fall, ja, erstes Buch Mose, Psalm 13. Nach im Keller vom Vatikan. Nee, der guckt nicht nach im Keller vom Vatikan. Doch, überall wo Vatikan. Es ist im ersten Buch Mose, Psalm 47, Vers 11. Und zwar da steht drin, dass die Völker enteignet werden. Die Völker müssen ihre Herden, ihre Tierherden, ihre Ländereien an den Pharao veräußern. Nur die Priester nicht, weil die Priester nämlich vom Pharao bezahlt werden. Und siehe da, da ist sogar vorgeschrieben, dass ein Fünftel ihres Ertrages, nachdem sie alles abgegeben haben, also komplett enteignet wurden, mussten sie noch ein Fünftel ihres Ertrags an den Pharao abgeben. Wie gesagt, die Priester nicht, weil die werden ja vom Pharao bezahlt. Ein Fünftel ist zufällig 19% Mehrwertsteuer. Auf alles wird gesteuert. Nicht nur die Mehrwertsteuer zahlt ihr, sondern auch die Steuern auf die Produktionsgüter, auf die Einkommenssteuer dieser Läden, die das produzieren. Und wenn wir diese ganzen Steuerlasten summieren, kommen wir auf 70%.
Ja, ich würde es mal bei 70% lassen, aber es ist schon frustrierend, wenn man überlegt, dass man halt eigentlich von 10 Tagen, 7 Tage nur für den Fiskus arbeiten geht. Und es wäre ja schön, wenn das in die Bildung gesteckt würde. Aber nein, was wird gemacht? Die Rüstung wird hier hochgefahren. Die Rüstung in allen Ländern wird gerade hochgefahren. Wir haben letztes Jahr, in 2015, einen Rüstungsetat, der entspricht 5 Millionen Einfamilienhäusern im Wert von 250.000 US-Dollar. Das heißt, jeder Flüchtling könnte ein einzelnes großes Familienhaus bewohnen, wenn diese Waffen nicht gekauft worden wären. Was ist uns wichtiger? Waffen oder unsere Kinder? Wir geben den Leuten, die unser Geld betreuen, geben wir mehr als denen, die unsere Kinder betreuen. Merkt ihr, was hier los ist? Wir müssen endlich aufstehen, wir müssen unsere eigene Verantwortung wieder wahrnehmen und wir dürfen unsere Stimmen nicht mehr in Urnen werfen, weil Urnen sind Todesgefäße, in denen liegen die Stimmen 4 Jahre lang, so dass wir sie nicht mehr nutzen können. Und wir legitimieren diese Vasallenregierung, weiter Waffenexporte in exorbitanter Höhe zu fahren, weiter Kriege anzuzetteln und Kriege zu unterstützen. Es geht schon seit einigen Jahren wieder Krieg von Deutschland aus. Und das soll nicht mehr so sein. Wir wollen nie mehr Krieg. Frieden sofort.